Der Kölner Massi Samin spricht die Sprache der Hunde. Ich sehe mich als Vermittler, so dass ich die Informationen von den Hunden an den Menschen bringe. Gassi gehen mit der Hundegang, aber auch aggressive Problemfälle. Der Hundeverhaltenstherapeut nimmt sich jedem Vierbeiner mit Herzblut an. Unsicherheit ist zu spüren. Sobald sie mir ein bisschen Platz macht, kann ich nach vorne gehen. Wir dürfen dabei sein, wie der 29-Jährige diesen und andere Problemfälle löst. Spaziergang mit 9 Hunden gleichzeitig. Kein Problem für den vielleicht hipsten Hundeflüsterer Deutschlands. Der Kölner Massi Samin ist wieder mit seiner, wie er es nennt, Therapiegruppe unterwegs. Die Arbeit mit den treuen Vierbeinern, sein Traumberuf. Ja, mit den Hunden zu arbeiten, ist für mich eine Berufung. Das ist mein Lebensinhalt. Ich komme nicht nach Hause und lege meine Klamotten ab und dann ist meine Arbeit damit geschehen. Da ich selber Hundehalter bin, ist das ein Fulltime-Job. Na komm. Ja, das ist ja prima gemacht. Zusätzlich zu den 3 eigenen Schützlingen sind auf der Laufrunde jeden Tag unterschiedliche Hunde dabei, die Massi zuvor bei den Haltern zu Hause abholt. Was hier aber nach normalem Gassigehen aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Das hier ist mein Rudel, meine Therapiegruppe. Ich mache mir hier so ein bisschen auch die Gruppendynamik zu eigen. Ich habe hier einen Hund dabei, das ist der Los. Er kam zu mir, weil er sich nicht verstanden hat, vertragen hat mit anderen Hunden. Er war stark eingeschüchtert, konnte Hunde sehr schwer lesen. Und in dieser Gruppe hat er gelernt, mit Artgenossen besser umzugehen, alternative Verhaltensweisen kennenzulernen. Nach jahrelangem Engagement im Tierschutz beschließt Massi im Jahr 2012, sich hauptberuflich den Hunden zu widmen. Er lässt sich zum Hundeverhaltenstherapeuten ausbilden. Bei seinen täglichen Runden im Kölner Stadtwald zieht der hippe Hundetherapeut mit Modelpotenzial alle Blicke auf sich. Haben Sie einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Aber ich werde sehr häufig angesprochen von Menschen, sehr, sehr freundlich vor allen Dingen. Haben viel Verständnis für meine Gruppe. Das finde ich toll. Für Hundeflüsterer Massi haben viele Halter vor allem ein Problem: fehlende Kommunikation mit dem Vierbeiner. Na komm, jetzt. Na komm. Ich sehe mich als Vermittler, so dass ich die Informationen von den Hunden an den Menschen bringe, dass die Verhaltensweisen der Hunde erklärt werden und dann der Mensch dann nachvollziehen kann, warum der Hund das tut, was er tut. Sein Wissen gibt Massi in Einzeltherapiestunden weiter. Eine neue Klientin hat ein Problem mit ihrer Hündin Lara. Das Tier reagiert aggressiv auf fremde Menschen und Hunde. Besuch empfangen oder ein normaler Spaziergang unmöglich. Es ist unwahrscheinlich anstrengend, weil ich bin im Grunde genommen auch jetzt mittlerweile nur noch der Einzige aus der Familie, der überhaupt mit dem Hund geht. Weil meinen Kindern kann ich es nicht zumuten. Ich gehe jetzt seit 7 Jahren mit einem Hund, der zwischendurch einfach ausrastet. Und das ist für einen selber, also muss ich ganz klar sagen, wenn der Hund nicht mehr wäre, wüsste ich nicht, ob ich mir einen neuen holen würde. Massi ist Claudia Hägers letzte Hoffnung. Der Hundeexperte will sich nun selbst ein Bild von der Situation machen. Hündin Lara lauert schon hinter der Kellertür. Die Halterin hat mir ihre Sicht erzählt. Jetzt erzählt mir die Hündin ihre Sicht. Durch ihr Verhalten sagt sie mir wahnsinnig viel. Wie lange ist sie offensiv? Wie lange wird sie defensiv reagieren? Wann wird sie eventuell einfrieren? Wie stark beschwichtigt sie mich? Das sind alles ganz, ganz feine Nuancen, aus denen ich meine Informationen sammle. Und sie wird mir dann damit ihre Geschichte erzählen können, okay? Vorsichtig nähert der Experte sich dem Tier und vermeidet dabei Augenkontakt. Wird es ihm gelingen, sie zu beruhigen und ihr eine Leine anzulegen? Massi schafft es. Die aggressive Hündin ist plötzlich ganz ruhig. Also das, was ganz stark zu erkennen ist, ist, dass dieser Hund wahnsinnig unsicher ist. Man sieht doch tatsächlich, dass sie
wenn sie einen versteht, wenn sie ihr Gegenüber versteht, dann ist sie auch auf mich zugegangen und so kann ich ihr auch etwas näher kommen, obwohl sie, wie gesagt, in ihrem Territorium wir sind und es für sie wahnsinnig schwer ist, so eine Situation einzuschätzen. Es ist natürlich auch schön zu sehen, einfach, dass der Hund anders kann. Also wird es ja irgendwo auch mit an meinem in der Führung liegen, dass es bei mir nicht klappt. Für den Moment ist die Hündin wie verwandelt, doch vor Halterin Claudia liegt noch jede Menge Arbeit. Massi gibt ihr einen ersten Ratschlag mit auf den Weg. Es geht hier nur darum, dass du als Halterin vor allen Dingen, als Mutter in dem Fall, dass du ihr einfach nur ein Stück weit Sicherheit gibst. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass dieser Hund einen Anker hat. Ein Fels in der Brandung, worauf sie sich immer beziehen kann, wenn es schwierig wird. Selbst nach getaner Arbeit dreht sich bei dem Kölner alles um den Hund. Seine drei eigenen Vierbeiner, Mädchen, Liesel und Thea, begleiten ihn in den Feierabend. Ein Leben ohne Hund ist nicht möglich, weil das ist mein Leben. Ein Leben ohne Leben funktioniert nicht. Und so wird Massi auch in Zukunft dafür sorgen, dass der Hund der beste Freund des Menschen bleibt.